Sie, Fröschli, dann mal zurück mit nur einem Regenerationstrank und kein Heiltränken in die Kärten. Also da und da oben. Genau, alles ist natürlich wieder gespawnt. Nee, hier. Wir wollen nach oben, nach rechts, nach oben und da Licht anmachen. Ich frage mich gerade, ob aus den Fässern auch irgendwann demnächst mal bessere Pfeile kommen. Und vielleicht irgendwas anderes Neues an Ressourcen. Oder ob das immer die Standardsachen bleiben. Weil dann könnten wir eigentlich damit aufhören. Ich meine, Gift. Ich meine, normale Pfeile brauchen wir gar nicht mehr. Die ein, zwei Münzen aufzusammeln, dauert eigentlich länger, als wenn wir normal weiterspielen würden und so an die Münzen rankommen. Oh, das sind ganz schön viele Skelette da hinten. Ah, super. Ich wollte eigentlich dich da anwählen und dich verbrennen. Genau so. Hammer. Jo, super reingesprungen. Und Fröschli ist tot. Kein guter Anfang. Echt kein guter Anfang. Vor allem haben wir jetzt schon fast keine Lebenspunkte mehr und ich... Naja. Den kriegen wir schon irgendwie hin. Oh, und bei dem müssten wir direkt reinlaufen, ne? Moment mal. Flup. Flup. Oh. Yee. Oh. Komm schnell. Oh. Okay. Weg, 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 weg. Heiltränke. Ach, Gegengift. So. Was willst du von uns? Entschuldige, gleich dort schaut eine Platte etwas aus dem Boden. Kannst du mir bitte sagen, was das ist? Wo denn? Ah! Das ist der Star Wars Admiral-Typ Dingens. Es ist eine Falle. Ich dachte das gleiche, danke. Haha. So, du kommst auch noch an. Und wir haben das nächste Gate. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt ohne schlechtes Gewissen einfach mal neu heilen. Und in das neue Gate zurück reinspringen, ohne wieder rumlaufen zu müssen und dreimal genau in die Pfeile reinzuspringen. Was ja doch ein wenig peinlich war. War das hier? Nö. Das war da oben. Irks. Irks. So. Achso, kurz noch checken. Nix. Nix. Und laut meiner Theorie dürfte da auch nichts sein können, genau. Aber hier ist aber nichts. Gut. Nee, oh. Schau, Zera, ein anderer Beschwörer. Zera? Zera? Alter, Zera, wo bist du? Verlass mich jetzt nicht. Zera. Bin noch hier. Verdammt, ich dachte, du bist weg. Dass du mich hier alleine gelassen hast. Ich wünschte, ich könnte. Was kannst du mir über diesen Wächter sagen? Dass, wenn er dich tötet, ich unendlich dankbar sein werde. Spielst den Harten, was? Komm schon. Gib mir einen Hinweis. Ich habe ein Recht darauf, meinen Widersacher zu kennen, oder? Eigentlich nicht so wirklich. Ich kann dir nur sagen, dass es ein lebender Baum ist und er nur durch Pfeile verwundbar ist. Bestimmt nicht. Feuer. So, wenn das ein Baum ist, würde es nicht Sinn machen, ihn mit der Axt zu fällen oder ihn zu verbrennen? Wie kannst du nur so dumm sein? Magische Bäume sind immun gegen Äxte und Feuer. Ha. Okay. Erstmal Licht anmachen. Dann starten wir das Ganze mal und gucken einfach. Wir haben einen Feuerhammer, wir haben einen Feuerspruch und einen Eisspruch. Und wenn Zera wirklich recht hat, haben wir immer noch den Bogen. So.
Ein grinsender Baum. Piu. Piu, piu. Oh. Okay. Oh, wir bräuchten jetzt Fröschli. Oh, wir bleiben einfach hier stehen und spammen Feuerbälle. Oh, wir bleiben nicht hier stehen. Okay, was sagt der Bogen? Der Bogen sagt, er macht fast keinen Schaden. Oh, oh. Das klappt aber soweit echt gut. Jetzt kommen hier so komische Fliegedinger. Und ich habe jetzt weniger Platz zum Ausweichen wegen denen. Die bleiben einfach hier stehen und hüpfen rhythmisch. Jo, das scheint zu bringen. Einfach hüpfen, alles wird gut. Oh. Okay, dann muss man schneller hüpfen. Hüpfen. Okay, bei diesen Vierersalben weiß ich noch nicht ganz, was ich machen soll. So oder so werde ich vor ihm sterben. Gut, wir haben ein bisschen was über seine Taktik gelernt. Was mit Eis? Macht gar keinen Schaden. Gut. Also es ist wirklich Feuer. Oh, ja, ja, ja. Sind vielleicht hoch, ist okay. Kann ich nicht wegporten? Es ist... Okay. Ich kann mich also mitten im Bosskampf einfach wegteleportieren. Ist er immer noch angeschlagen? Das wäre ja ein bisschen zu einfach, oder? Denk mal schon. Darunter. Jo. Muss neu starten. So. Wir haben noch genug rote Essenzen, ja. Düdelüdü. Zwei grüne Dinge da eigentlich. Oh. Jetzt sind sie weg. Nee, da sind sie immer noch. Man scheint nicht treffen. Das wollte ich gar nicht. Ich probiere mal was. Können ja immer noch jederzeit wegteleportieren. Ah ja, du mich auch. Komischer Baum. Also, wirklich nicht gut. Das ist schwer. Oh, warte mal. Au, 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 au. Weg hier. Tja. Hat zu lange gedauert. Also, Axt ist wirklich das Mittel der Wahl. Nur können wir absolut nicht mit Äxten umgehen. Das heißt, wir porten uns zu Zora. Doofer Dieb. Okay, wir porten uns zu Zoran, kaufen diverse Gegenstände. Und zwar Funken des Lebens. Eins. Zwei. Mal. So. Fröschli oder Goldax. Wir haben rausgefunden, Eis macht dem Baum nicht wirklich viel Schaden. Aber wenigstens macht er zwischendurch Schaden. Allerdings klingt er hier irgendwie praktischer. Dann können wir die Bienen wegmachen und eventuell kriegen wir durch die Bienen zwischendurch Herzen. Also ja, dich würden wir gerne wiederbeleben. Und wir hätten echt gerne Heiltränke. Gehen wir kurz zum Koch. Vielleicht können wir irgendeine Kleinigkeit brauen. Fallende Decke und Giftreduktion. Nö, können wir nicht. Haben wir noch Charakterpunkte über? Vier Stück. Können wir nicht erhöhen. Wir könnten Bögen erhöhen. Oh, Zauberstab. Stimmt, wir haben Dingens. Wir haben... Feuerbällstab. Braucht 5. Ein leeres Buch, das müssen wir noch abgeben. Aber ich glaube, 3 Punkte jetzt für Stäbe ausgeben. Ich weiß ja nicht.
Was könnte genau der Knackpunkt sein? Also komm. Zauberstäbe. 5. Inventar. Du auf 9. 8-mal Feuerball. Das klingt irgendwie nicht so viel. So, gespeichert. Dahin, dahin. Wo war jetzt der Typ mit dem anderen Rätsel, mit dem Buch? Der war ganz woanders, ne? Na gut, dürfen wir einfach nicht vergessen später. So, runter. Bogen. Wo eigentlich können wir schon den Feuerballstab nehmen. So. Und dann brutzeln wir einfach, sobald er spawnt, den ganzen Feuerballstab darauf. So. Genau du. Piu, 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 piu. Okay. Das macht das Ganze jetzt irgendwie doch schon einen Ticken zu einfacher. Also wir haben jede Menge Ressourcen verballert, aber hey. Wir haben ihn auf 10% runtergehauen. Ja, sehr schöner Bosskampf. Magische Bäume sind also anders, ha? Huh? Immun gegen Äxte und Feuer. Hast du gedacht, ich helfe dir? Was denkst du, wer ich bin? Ein Freund, richtig? Freund? Freund? Du bist mein Feind. Nun, Freund, Feind, wir könnten Freunde und Feinde zur gleichen Zeit sein, oder? Aber wie soll das gehen? Guck dir Professor Xavier und Magneto an. Sie sind Freunde, weil sie viel gemeinsam haben. Und sie sind auch Feinde, da sie unterschiedliche Ziele haben. Das ist ein echt gutes Beispiel. Wir teilen meinen Körper und erleben die gleichen Abenteuer, auch wenn unsere Ziele verschieden sind. Du bist sehr seltsam. Auch wenn deine Worte die eines typischen Dummkopfes sind, sieht es so aus, als ob die Wahrheit enthalten. Egal, wir haben Münzen. Und Bibliotheksschlüssel. Das heißt, wir bringen jetzt das Buch weg, sonst vergesse ich das später. Oh, ja, du hast uns gewarnt, ich weiß. Schieß doch, schieß doch. Irgendwie wollen die nicht. Ding. Müssen wir hier überhaupt lang? Also erstmal haben wir hier noch nicht alle Fackeln angezündet, weil da rechts eine Tür ist, die wir nicht öffnen können. Komm, den stürmen wir einfach mal an. Oh. Irritiert mich echt. Achso, und hier können wir nichts. Weil wir haben jetzt den Endboss besiegt, das heißt, so viele Sachen gibt es hier eigentlich nicht mehr. Tür geht nicht. Da ist kein. Oh, da ist eine Treppe nach oben. Das könnte sich erklären, wie wir die Tür öffnen. Oh. Ist wieder tot. Oh Mann, oh. Es stirbt doch echt schnell. So. Oh, wir haben echt wenig Lebenspunkte. Oh, die können Treppen steigen. Bleibt mir fern. Tippt wohl mal. Ah. So nicht. Wir speichern einfach ab. Genau. Und in der nächsten Folge suchen wir diesen komischen Typen, der sein Buch haben will. Das Buch der Weisheit. Also in das untere Ding rein. Und dann hier irgendwo hin. Oder? War es da? Ja, müssen wir uns halt umgucken. Also bis gleich.